Der ganze Wald wimmelt vor Magiern und Soldaten. Am besten teilen wir uns auf. Wie geht es deinem Flügel? Gut. Gut. Dann kannst du den Wald von oben absuchen. Ich bleibe unten. Unser Treffpunkt ist dann wieder hier. Alles klar? Ja. Hoffentlich finde ich diesen Ort wieder. Nori, das ist dein alter Wasserfall. Du hast hier jahrelang gelebt. Ach so. Ja, stimmt. Bis gleich. Jung, hartnäckig und ein wenig verloren. Der Trupp hat das gesamte Waldstück besetzt. Sie bemüht sich, beschäftigt auszusehen. Heda! Habt ihr schon etwas gefunden? In diesem Waldstück? Nein. Wir sind auch gerade erst angekommen. Ursprünglich waren wir zwei Gruppen, die Waldstücke nördlich und südlich von hier durchkämmt haben. Aber ohne Erfolg. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Es gibt neue Befehle. Junge, ist dieser Mann der Bote? Nein, Herrin. Er ist nur ein einfacher Bürger. Dann darf ich keine Befehle entgegennehmen. Viel Erfolg. Ich habe nicht den Befehl zum Anhalten gegeben, Breda. Was soll das? Warum stehen die Truppen still? Wenn die Suche weiter landeinwärts getragen wird, entfernen wir uns zu weit von der Stadt. Andergast wäre den Tulamiden schutzlos ausgeliefert. Aber was, wenn sie uns entwischen? Alle Spuren deuten darauf hin, dass sie sich hier in der Nähe aufhalten. Ich halte es für besser, wir halten die Stellung und gehen gezielt allen Hinweisen nach. Statt planlos Richtung Steineichenwald zu ziehen. Nun gut, ich gebe dir etwas Zeit. Wenn wir allerdings bis dahin keine neue Spur haben, machen wir es, wie ich es sage. Bis dahin trägst du die Verantwortung. Verstanden. Das ist doch der Kerl, der gestern auf dem Akademiehof mit dem Feuerball gespielt hat. Mit ihr hat alles angefangen. Ich will bei der Suche helfen. Gibt es eine Spur? Ja, die Tulamiden waren bis vor kurzem hier. Allerdings wissen wir nicht, in welche Richtung sie anschließend geflohen sind. Besser, du überlässt alles Weitere uns. Es ist hier zu gefährlich für einen einfachen Bürger wie dich. Ich soll einen Befehl von den anderen Gruppen weiterleiten. Verdammter Heißsporne! Wer auch immer dich losgeschickt hat, sag ihm, dass außer mir niemand Befehle zu geben hat. Es sei denn, sie tun sich nächstes Jahr so sehr hervor wie Breda. Aber davon kann ich wohl nur träumen. Breda? Sprich mit mir, wenn du was zu sagen hast, Vogelfänger. Breda ist meinem Ruf endlich gefolgt und sie hat sich bereit erklärt, unsere Suche in meinem Namen zu leiten. Ich erwarte, dass sie wieder zu ihrer alten Form aufläuft. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das will ich dir auch geraten haben. Wie erfahrt ihr, wenn eine der Gruppen etwas gefunden hat? Ein Bote läuft mit einer Fackel von Gruppe zu Gruppe und hält sie alle auf dem Laufenden. Woran erkenne ich ihn? Du erkennst ihn gar nicht. Er trägt eine verzauberte Schriftrolle, die nur Magier im Dunkeln sehen können. So können wir ihn ohne Probleme erkennen. Ich hoffe, ihr findet diese Ungeheuer. Das werden wir ganz bestimmt. Hier ist er wohl nicht. Sonst hätten sie ihn schon gefunden. Sieh an. Er ist auch wieder mit dabei.
Ritter Zornbeut? Ha, wenn das nicht Geron ist. Dich habe ich ja seit letztem Winter nicht mehr gesehen. Wenn ich mich recht erinnere, war das kurz bevor der Seher verschwand. Wie ist es dir seither ergangen, alter Gauner? Hat deine Gruppe schon irgendwelche Spuren gefunden? Wir wissen, dass die Thulamiden hier einmal von Ost nach West vorbeigekommen sind. Oder von West nach Ost. So genau wissen wir das nicht. Wir können dem auch nicht nachgehen, da uns befohlen wurde, vorerst die Stellung zu wahren. Ich hasse es, untätig herumzusitzen. Ehrlich gesagt kenne ich euch nicht anders. Es gibt neue Befehle. Wie auch immer sie lauten. Ich darf von Außenstehenden keine Anweisung entgegennehmen. Nur vom Anführer und dessen Boten. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, damit im Mob kein Chaos ausbricht. Ist der Bote hier? Er war hier. Vielleicht ist er es noch immer. Anders als die Magier kann ich im Dunkeln nicht sehen. Ich suche dann mal weiter. Gehab dich wohl, Geron. Der macht es nicht mehr lange. Bist du der Bote? Leider. Gerade will ich einfach nur noch schlafen. Wenn du so müde bist, dann lass mich doch machen. Das geht nicht. Ich habe mich zu diesem Dienst verpflichtet. Ich bringe ihn auch zu Ende. Und solange nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt, schaffe ich es auch. Hör auf, hier rumzusitzen. Du musst weiter. Ich war gerade erst bei allen Gruppen. Ich habe eine Pause verdient. Was hat es mit der Schriftrolle auf sich? Das ist eine magische Schriftrolle. Die Magier können sie im Dunkeln glitzern sehen und greifen mich da nicht an. Was steht drauf? Nichts. Wichtig ist nur, was ich selbst zu sagen habe. Alle Befehle müssen erst durch mich durch. Das macht mich zu einem der wichtigsten Männer hier. Dann schlaf mal gut. Ich versuche nicht. Nuri! Hast du sie gefunden? Nein. Der Wald ist viel zu groß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich möchte, dass du bei deiner nächsten Runde eine ganz bestimmte Strecke fliegst. Welche denn? Beginne am Zeltplatz und flieg dann weiter über den Felsen. Bis zum Flussufer. Anschließend kehrst du hierher zurück. Gut, bis gleich. Geron! In den Ästen eines Baumes sitzt ein kleines Mädchen. Wo genau? In der Nähe vom Fluss. Vor dem Baum stehen ein Mann und eine Frau. Die Frau liest in einer Karte. Darf ich versuchen, sie abzulenken? Noch nicht. Na gut. Der Baumstamm wurde wohl mal als Brücke benutzt. Bevor er nicht an beiden Ufern festgebunden ist, ist es viel zu unsicher. Es ist tiefer, als es aussieht. Der Boden ist schlammig. Wie der Treibsand, von dem Giacomo mal erzählte. Ich gehe besser kein Risiko ein. Es ist in der Mitte gerissen. Auf normalem Wege lässt sich da nichts mehr machen. Auf der anderen Seite des Flusses sammelt sich ein weiterer Suchtrupp. Sieht nicht aus, als hätten sie Fahi schon gefunden. Gut. Der Baumstamm selbst lässt sich nicht reparieren. Hera, komm raus! Du bist gar nicht der Bote. Bei den Zwölfen, wie lange dauert das denn noch?